Hallo und herzlich willkommen beim Kyoto Natterschrein. Hier ist immer wieder der Weg das Ziel. Es gibt wieder eine Donnerprüfung. Ja, dann ist ja gut. Na los, leg los. Gut. Ich denke, es ist klar, was wir machen müssen. Müssen wir uns von einem fucking Blitz treffen lassen. Vorher müssen wir es schaffen, trotz des Regens auf dieses fette Vieh raufzukommen. Ja gut, das geht. Ah, von dem habe ich schon 3 Schuppen. Erstmal lege ich alles ab, dann kann ich es auch nicht verlieren. Und jetzt brauche ich was, was einen Blitz anzieht. Und mich möglichst nicht umbringt. Eine Elektrohose habe ich noch nicht. Das kommt schon. Ja, im Prinzip warten wir jetzt auf den Blitz. Vielleicht sollte ich noch ein Schwert dazu nehmen. Meine Königsbögen sind mir zu wertvoll, aber ganz ehrlich, von den Königsschwertern habe ich so viele. Was nehme ich denn da auf Schreckung raus? Nehmen den Hammer. Komm schon. Oder muss ich die Isolierkleidung ausziehen? Das wäre jetzt aber kacke. Die habe ich nämlich extra angezogen. Damit es mich nicht umbringt, wenn ich vom Blitz getroffen werde. Aber dann will ich wenigstens Elektroschutz futtern. Bisschen mehr Schutz am Körper tragen als nur das. Warte mal, gleich geht's los. Versprochen. So. Oh. Übrigens, alternativ, also meine Herzen werden jetzt eh wieder geheilt. Alternativ könnt ihr auch einen metallenen Gegenstand dorthin legen. Ihr müsst halt sicherstellen, dass das Ding absolut in der Mitte liegt. Und dann abhauen. Naja, ich hab's jetzt so gemacht. Und ich wette mit euch, wenn wir rauskommen, dann scheint die fucking Sonne wieder. So. Im Tempel selber dürften wir jetzt aber eigentlich nichts mehr machen müssen. Theoretisch. Müssen wir auch nicht. Tja, der Tempel muss da schon eine ganze Menge stehen, wenn sich so viel Ablagerungen gebildet haben, dass er vollkommen bedeckt war. So, was gibt's denn Schönes? Die Isolierhose, ja geil! Warte mal, heißt das, wenn ich Isolierkleidung trage, kann ich trotzdem metallene Ausrüstung tragen, wenn es donnert und blitzt? Das würde ich ja jetzt gerne mal wissen. Denn vorhin wollte das ja einfach nicht blitzen. Und da hatte ich gerade mal die Topaz-Ohrringe und die Isolierrüstung an.
Ich werde es bei Gelegenheit rausfinden. Jetzt bekomme ich aber erst bei meinen Zeichen der Bewährung und wir sehen uns wieder im nächsten Teil, im nächsten Schrein von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Danke fürs Zuschauen, seid so gut, gebt mir einen Daumen nach oben und bis dahin. Tschüss. Boah, sag ich nicht, hat aufgehört zu regnen.